Hallo, meine lieben Freunde nach der modernen Unterhaltung. Ich begrüße euch zu einem kleinen Nebenquest-Paar beziehungsweise Schatztruhensuche-Jagd oder wie ich ihn jetzt Hüllensuche-Part machen werde, bevor wir zum vorletzten Dungeon gehen dieses Spiels. Ja, es ist schon bald soweit. Aber zuerst gibt es in Links Haus hier diese eine Truhe, die ich so lange nicht daran gedacht habe. Und ja, eigentlich sollte dieser und dieser Part ist halt ein bisschen wild durcheinander geschnitten. Und wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, habe ich in der einen Höhle vom letzten Part ein bisschen die Krüge zerschlagen. Oder ein bisschen was mitgenommen. Hehehe. Aber auf jeden Fall sehen wir uns in einem anderen Ort wieder. Ups, und dann sind wir schon in der südlichen Hyrule-Ebene. Etwas westlich von Ordon gibt es hier diesen halben Graskreis. Und hier ist eine Truhe und ein Haufen Gegner. Also machen wir den mal ganz kurz fertig. Also die Gegner sind eigentlich nicht schwierig. Oh, Truhe. Ah, die öffne ich mal. Wenn der Gegner daran denkt, kriege ich schon mal gleich wieder ans Geld. 20 Rubine haben wir dafür bekommen. Eine Ratte, aber die kann mir jetzt sowas von gestohlen bleiben. Und ich glaube, ich sehe dort hinten noch eine Truhe. Und hier gibt es den Stempel Link Wolf. Sehr schön. Und hier gibt es wieder 20 weitere Rubine. Wow, heute cachen wir aber ganz schön was ein, ey. Ups. Und so, wenn ich alle Gegner gekillt habe, was gibt es? Fucking Rubine. Naja, die brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Und ich sehe dort hinten noch eine weitere Truhe. Und sie beinhaltet 10 fucking Rubine. Und da sind wir auch schon etwas nördlich von dieser einen Höhle, okay, nordöstlich, genauer gesagt. Einfach auf der Karte gucken und dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. Und keine Truhe in Sicht. Ist sie unter Wasser? Oder ist das so eine Art Angel? Station. Gibt es wirklich keine Truhe hier? Oh Gott, dann verpisse ich mich wieder. Und ihr seht auch schon gleich, wohin ich mich verpisse. Und da habe ich mich schon dorthin verpisst, zu diesem komischen Felsen da. In der westlichen Hyrule-Ebene. Und hier unten gibt es etwas Besonderes für uns. Und zwar das letzte Herzteil, was hier auf der Hyrule-Ebene zu finden gibt. Wir haben das. Was machst du, du voll Pfosten? Oh Mann, bist du blöd oder so? Ich hab mir doch echt ins Gehirn geschissen, oder? Meine Fresse, Mensch, Junge. Ja, ihr könnt mir sowas von gestohlen bleiben. Nee. Aha. Ihr Opfers. Dafür kriegst du erst meine Riesensprungattacke reingedonnert. Bams, down. Okay, ja, Fail des Tages haben wir auch schon accomplished. Also 42 Minuten. Ja. Und hier gibt es das Herzteil, das letzte Herzteil, was es hier auf der Hyrule eben zu finden gibt. Und zwar das Herzteil. Das 43. Herzteil. Nur zwei Herzteile fehlen uns noch. Nur noch.
Und ich kann's euch schon mal sagen, wo wir die letzten beiden finden. Und zwar im vorletzten Dungeon. Dann müssten wir dann 19 Herzen haben. Und schon bald haben wir alle Herzen gefunden. Und dann sind wir so gut wie unbesiegbar. Aber nur so gut wie. Und da ich schon in der Nähe bin und ich schon und ich hoffe, dass ich dieses Secret noch nicht erkundet habe, kann ich mich noch an einem Secret hier in dieser im westlichen Bereich von der ganzen Hyrule-Ebene mich erinnern. Und ich glaube, das war hier irgendwo. Okay, nee, ich glaube, das war doch auf der anderen Seite. Mal gucken. Erstmal die Brücke da überqueren. Und suchen. Düpp, düpp. Wie ich mich eiskalt nur mit der. Ja, okay, ich sehe schon den Blumenkreis. Schmetterlinge müssten wir auch schon ge. Okay, den haben wir schon. Aha. Also, nee, das ist kein Schmetterling, das Insekt meine ich. Aber das haben wir auch schon seit Urzeiten abgeschlossen. Nachdem wir mit dem. Mit der Zitadelle der Zeit fertig waren. Das kann ich mich genau erinnern. So als ob es gestern gewesen wäre. So, erstmal wieder die ganzen bösen, bösen Fledermäuse jetzt hier zerstören. Und was gibt's? Okay, fick auf die Rubine. Und etwas nördlich, okay, nordöstlich, genauer gesagt, gibt es hier diese beiden Felsen zu wegzusprengen. Gehört auch irgendwie zu den 100% dazu, habe ich eigentlich die ganze Zeit hin und her geschoben, weil es eher nicht so was Besonderes ist. In der Tat. Hier gibt es einen kleinen, eine Abkürzung. Kein besonderes Secret. Es ist halt nur eine einfache Abkürzung, sonst nichts. Joa, dann werde ich mich wieder mal ein bisschen auf der Suche machen. Also bis gleich. Und schwuppdiwupps sind wir jetzt da. Okay. Ich hoffe, ihr habt das gesehen auf der Karte. Wenn nicht, dann östlich von der Eldenbrücke, genauer gesagt, befinde ich mich hier. Und ja, ich schätze mal, dass diese Truhe hier geschenkt ist. Oh, Bienennest. Aber das kann mir ehrlich gesagt egal sein. Und Stempelling Traurig haben wir es auch noch bekommen. Also gehe ich mir wieder mal auf der Suche nach der nächsten Stelle zum Reinbuddeln. Wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Ich werde mal diese Ebene noch etwas genauer abgrasen. Und da stehe ich auch schon. Irgendwo mitten im Nirgendwo ist diese Stelle zum Eingraben. Oh Gott. Also Herzteile können wir jetzt nicht mehr finden. Es können höchstens nur noch, ja, irgendwas Lames sein. Rubine, Pfeile, Bomben. Rote Karten, gelbe Karten, Yu-Gi-Oh! Karten, Exodia-Teile. keine Ahnung, blauäugige weiße Drache und so finden. Also nichts Besonderes halt. Würmer. Das bewegt sich schon mal sehr, sehr ekelhaft. Sieht schon sehr ekelhaft aus. Hey, Truhen. Solche Mini-Truhen schon wieder. Hier gibt es einmal einen violetten Rubin, 50 Rubine. Und als Mensch können wir diese Fackelchen wieder hier anzünden.
Das haben wir sowieso schon oft genug gesehen. Ich glaube, jeder von euch wird schon die ganze Prozedur schon kennen. Aber hier ist eine Truhe mit 34 Stempel haben wir schon und ich glaube, ich sollte mein ordinäres Gewand tragen. Stempel Julianisch C. Haben wir ABC? Nur so als rein Interesse. Ja, wir haben. Wow, wir haben. Die ersten zwei Seiten haben wir schon voll. Ständig. VWX fehlen uns noch. Was ich so gesehen habe. Und ein paar andere random Gegenstände. Ja. Ja, ich werde mich wieder mal auf die Suche machen, ne? Also, ich glaube, ich habe hier etwas übersehen im letzten Part. Naja, kann schon mal vorkommen. Die Hyrule-Ebene ist ziemlich groß, aber die... Oh, wow, zwei Geister... LOL? Zwei Geisterseelen hier drin. Und dann haben wir alle hier in diesem Gebiet schon gefunden. Alter, wir haben... Nee, wir finden jetzt nicht ernsthaft alle Geisterseelen im größten Gebiet. Hätte ich nie damit gerechnet, ohne irgendwo nachzusehen. Aber hey, das ist das erste Mal, dass ich das geschafft habe, im Ranel-Gebiet alle Geisterseelen zu finden, ohne nachzugucken. Läuft auf jeden Fall. Geisterseele halten, bams. Jetzt bin ich aber gespannt, wie viele Geisterseelen ich so ohne Lösungsguide finden werde. Ich glaube, alle zu finden ist schon etwas schwierig ohne diesen ohne Komplettlösung. Falls ich es irgendwann nicht finden sollte. Ja, dann werde ich irgendwo mal nachgucken gehen. Und Belohnung gibt es hier anscheinend keine. Wird überbewertet, ist klar. Also verschwinde ich wieder. So, es gibt noch etwas, was ich euch noch zeigen muss. Ja. Eine Art Laden. Ja. Er ist nicht schwer versteckt im Hyrule Town. Ich glaube, ich habe gerade einen Gegner. Jo. Das ist ein Gegner. Okay, den mache ich mal weg. Ciao. So. Und da stehe ich auch schon. Okay, drin in diesem besonderen Laden. Hier kann man günstig einkaufen. Auch wenn ich so ein bisschen einfach nicht reingegangen bin. Er verkauft hier rotes Elixier für 40 Rubine. Kann man halt zugreifen. Okay, so billig ist es auch wieder nicht, aber auf jeden Fall billiger als der alte Itemladen vom, ja, ihr wisst schon, von diesem meinem, oh, von diesem Schnösler, der Bärtige. Und hier werden ein paar Sachen verkauft. Vor allem Medizin. Ich glaube, der verkauft hier Lampenmüll. Kann das? Wie darf ich meinen Posten verlassen? Das war ich noch gerne. Habe ich gerade auch ein tolles Geschäftsmann. Also bitte kauft auch wen Lampenmüll für 30 Rubine. Brauche ich nicht. Also komm zu mir, wenn du welches brauchst. Nee, und hier gibt es übrigens auch als so eine Art Aussichtsplattform. So könnt ihr das Schloss Hyrule ein bisschen betrachten. Ah, du bist das. Siehst du das? Schloss Hyrule? Als wir hier ankamen, hatte ich irgendwie ein seltsames Gefühl. Vielleicht deshalb. Bitte bewahren den anderen gegenüber stillschweigen. Ich will die Kinder nicht beunruhigen. Aber eine andere Frage, hast du doch auch genug Pfeile? 30 Pfeile kosten 40 Rubine. Möchtest du? Ja, gib her. Vielen Dank. Obwohl, mir fällt gerade ein, dass das sehr gewastet ist. Aber kann ich noch?
Ja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wieder genug Pfeile. Ach, wir könnten ja diese eine Mission machen. Hey, wisst ihr was? Wir gehen da jetzt hin, machen diese die zweite Star Challenge. Für jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Kann ich euch jetzt schon versprechen, weil das erste war ja. Das kann man im Schlaf schaffen. Mal ehrlich, das ist so einfach. So lächerlich einfach war das erste. Aber das zweite wird ein bisschen kniffliger, aber. Naja, wenn man die Doppelgreifhaken hat, dann ist es auch sehr einfach. So, hi. Spezi hat mit uns gesprochen, wieder die Fangirls. Falls ich. Hi. Na, was bist du? So, ich habe ihn irgendwie beim Gehen gestört. Ha, lol. Aber auf jeden Fall gibt es hier wieder diese scheiß Challenge zu machen. Ja, und diese. Sei gerüst, ich habe dich schon erwartet, Jungfrau. Diese Star Challenge ist wie für dich gemacht und es kostet für dich nicht mehr als 15 Rubine. Wirst du die Herausforderung annehmen? Ja, klar. Danke, danke, Jungfrau. Das Spiel fängt an, so bei den Kiffreds. Also, alles klar, dann los. Okay, ich weiß nicht, ob ich das im ersten Versuch schaffe, aber schauen wir mal. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sterne zu sammeln. Ihr seht schon. Es geht schon ein bisschen mehr ab, das Ganze. Aber ich werde mich hier erstmal ein bisschen warm zocken. Wenn ich's. Aber ja, auf ersten Versuch ist das ein bisschen sick. Ich weiß, dass es gar nicht mal so einfach ist. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen scheiße begonnen. Verpiss dich, du blöde Drecksfliege. Nein! Das sollte nicht passieren. Scheiße. Scheiße! Scheiße, das kostet Zeit. Das hat Zeit gekostet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss das irgendwie gut machen, irgendwie. Aber ich hab's schon mal geschafft, dass ich nur ein paar Millisekunden es nicht geschafft habe. Ja, ich schaff's sowieso nicht mehr. Nee, wird nichts. Das wird nichts mehr. Außer wenn ich. Nee. Außer wenn ich so viel Scheißglück habe, aber. Okay, nee. Schaffe ich. Nee, es geht sich nicht mehr aus. Um zwei Dinge habe ich es nicht geschafft. Also siehst, der Weg ist. Nochmal 15 Rubine. So, okay, ich habe mich erstmal warm gezockt. Aber diesmal werde ich es packen. Also. So, diesmal werde ich es gechillt rangehen. So, jetzt erstmal hier hochziehen. Erstmal so viele Sterne nicht. Sterne mitnehmen. Keine Ahnung, ob man das wirklich Sterne nennen kann. Sterne ist irgendwie für mich die Powersterne von Super Mario 64. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Naja, auf jeden Fall ist diese Challenge gar nicht mal so einfach. Das ist schon etwas challengingerer. Und ja, gutes neues Wort erfunden. erstmal da runter. Ja, wie der einfach auf seine blöde Taschenuhr guckt. So, darüber. Es ist einfach so irgendwie hin und her, nach oben, nach unten, links, rechts, auf, rein, runter, hoch, vertikal, horizontal, diagonal, einfach alle möglichen Richtungen, aber ich glaube, wir haben nicht mehr viel zu tun. So, erstmal hier hinschießen. Und da muss das, glaube ich, das letzte sein. Und ich habe es geschafft. Wow. Unglaublich, dass jemand diesen Level knackt. Super, super. Ein neuer Superstar scheint auf der spielenden Star Challenge. Hier ist die Fee für uns neuen Superstar. Du hast die Macht, 10 Kirche, 100 Pfeile kann man damit aufwerten. Glück, Wunsch, junger Freund. Alle Preise abgeräumt. Ich glaube damit, dass du hier was zu erledigen war. Ja, habe ich.
Du Betrüger. Also danke für alles. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß und so. Komm bloß nicht wieder. Tja, er ist so verzweifelt, dass er mich einfach nach Hause schickt. Und heulen geht. Na, meine lieben Fänger. Die verfolgen mich jetzt auch noch. LOL? YouTube-Fame. Auf jeden Fall. Spezi hat mit uns gesprochen. Ja, gibt her eure Härte. Oh. Oh. Ich fühle mich zwar geehrt und so, aber... Nee. Prinzessin Agneta. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Verpiss dich. Nein, halt's Maul. Junge. Schlange. Menschenschlange natürlich. Keine richtige Schlange, sondern nur eine Menschenschlange. Mir fehlt noch eine kleine Truhe. Okay, es ist zwar keine kleine Truhe oder so, aber mir fällt trotzdem noch eine Truhe ein. Genau, hier ist sie. Hier ist so ein komischer Krater. Und hier kann, und hier könnt ihr schon sehen, dass man sich hier ranziehen kann. Wenn ich irgendwie geistig dazu fähig wäre. Danke. Und zwar gibt es hier unten, ganz böse versteckt, eine Truhe. Und sie ist schon etwas fies versteckt. Muss man schon zugeben. Eieiei. So, auf der anderen Seite muss ich hin. Und da haben wir Stempel Hylianisch V. Wenn wir nur noch den, wenn wir den Stempel W finden können, dann hätten wir eine ganz altbekannte Automobilmarke im Gepäck. Und da fehlen uns noch 6 Geistseelen. Ich glaube, da werden wir uns nächstes vorbeischneiden. Upsa, okay, diesmal habe ich keinen Effekt genutzt, weil aus Speicher. Okay. So, was ich jetzt diesmal in der Gerudo-Wüste machen möchte, ist ein bisschen Ärger zu machen. Und zwar will ich ein paar Truhen hier sammeln. Ich weiß, ich habe die meisten Truhen stehen gelassen. Und das habe ich auch absichtlich getan, weil... da ich sowieso hier noch nach Höhlen und Geisterseelen hier suchen muss. Also von daher habe ich gar keinen Stress. Gibt es hier sonst noch irgendwas außer Schleim? Das wäre eigentlich... Ich glaube, dass es hier wirklich nur noch Schleim gibt. Autsch. Als Wolf zu kämpfen ist man schon ein bisschen behindert. Aber ich schlage mich ganz gut. So, zack. Leberattacke. Zack, 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 snack. Und es gibt hier gar nichts. Rück kann ich auch nehmen als Wolf. Ja, ja. Ich glaube, da war nichts Besonderes drin. Vielleicht war ich da schon mal drin, kann auch sein. Jepsa. Jetzt müssen wir nur noch hier diese ganzen Truhen aufmachen. So. Hä? Hier ist eine Truhe? LOL. 20 Rubine. Braucht sowieso keiner. Also ich zumindest nicht. Also machen wir uns mal ganz kurz auf die Suche nach den restlichen Truhen. Ja. So, zu einem hätten wir hier, glaube ich, eine Truhe. Ja, schön, dass du runtergefallen bist, Link. Genau das habe ich nämlich gebraucht. So, 20 Rubine, glaube ich, waren jetzt da drin. Jetzt habe ich jetzt nicht auf den Bildschirm geguckt.
Genau hier waren ja auch noch welche. Ah, haha. Kann ich das eventuell mit dem Morgenstern auch kaputt schlagen? Wenn ja, dann wäre es ziemlich episch. So, kaputt. Geh kaputt. Ja, kann ich sogar mit dem Morgenstern kaputt schlagen. WTA. Hier gibt es 50 Rubine. Dammit. Das kann ich nicht zerschlagen. Nope. Und hier habe ich auch eine Truhe gesehen. Okay, man muss ein bisschen höher ziehen, wenn man das Teil hier zerstören will. Hier gibt es 10 Pfeile, auch unnötig. Hier gibt es keine Truhe. Dort. Aber ich glaube, ich brauche wieder so ein Wildschwein. Denn ich sehe dort hinten wieder so einen komischen Zaun. Das sieht verdächtig aus. Und was zum Teufel mache ich eigentlich? Und hier ist eine Truhe. Wollte schon gerade sagen, dass hier nichts ist, aber ich bin anscheinend wieder mal blind. So, So, was könnten wir jetzt noch machen? Naja, wir könnten eigentlich. Oh, eine Geisterseele. Die will ich ja mitnehmen. Okay, die sollte ich auch mitnehmen, weil wir ja schließlich 100% machen. Ja, komm her, du. Mach lieber die Geisterseele fertig. Lol. Das war jetzt so krass. Hauptsache, ihr habt die Geisterseele bekommen. Möp. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo könnten noch Geisterseelen sein, weil 6 haben wir von diesem Gebiet und 5 fehlen uns noch. Ich weiß, dass es noch einen Ort gibt, dass es hier das 3 gibt, aber wo sind dann die restlichen 3? Oder wann? Naja. Schauen wir mal, die werden wir auf jeden Fall irgendwo finden. Eieiei, Bombs, weg damit. Also. Ah, ja, genau. Ich weiß noch, dass es hier irgendwo auch irgendwas zum Hineindonnern gibt, aber das ist eher hier irgendwo. Hä? Moment, habe ich diese Truhe wirklich jetzt nicht ernsthaft übersehen? Wie ich in der, es sind sowieso nur Pfeiler, also hätte ich genauso gut liegen lassen können. Fuck, das war es ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich wert, nur wegen 10 Pfeile. Ich muss erstmal wieder suchen, wo das sein kann. Aber ich sehe nicht wirklich irgendwas Besonderes. Dann reiten wir erstmal wieder gegen Süden. Vielleicht finde ich hier irgendwas, was mich eventuell weiterhelfen könnte. Nee. Da war ich, glaube ich, auch schon. Aber wie zum Teufel konnte ich bitte diese eine Truhe da übersehen? Das ist so dumm. Und lame. Gleichzeitig. Aber hier sehe ich
dass man hier rein kann. Man hier rein kann. Boah, ey, dass dieses Teil hier nicht stehen bleibt. Und hier gibt es sogar noch eine weitere große Truhe. Wahrscheinlich ein Stempel oder Rubine oder. Es sind Rubine. 100 Rubine sogar. Ja, Also. Die Gerudewüste müssen wir jetzt ein bisschen genauer erforschen. Okay, ich glaube, es wird jetzt, glaube ich, gleich Tag. So, Goldinsekt haben wir auch schon erledigt. Ja, also, Geisterseelen, so Geisterseelen verdächtige sehe ich nicht mehr. So, ich werde mich noch ein bisschen umgucken gehen. So, steh auf, du blödes Teil. Du bist mein Diener. Du bist jetzt mein Reittier. Haha. Lol. So, erstmal Geisterseelensuche. Oder keine Ahnung, oder Höhlensuche. Ich weiß, dass wir schon in einer der ein oder anderen Höhle waren. In der Wüste. Okay, hier waren wir schon mal drin. Aber gibt es hier irgendwo irgendwas? Da könnte man doch auch irgendwas verstecken. So wie ich die Entwickler kenne. Anscheinend gibt es hier nichts. Bin ich jetzt irgendwie umsonst dahin geritten oder was? Naja. Moment mal. Da muss ich wieder zu Fuß lang. Ich finde es so geil, wenn man das Bildschirm schlägt. Einfach wieder zum Amoklaufen beginnt. Upsa. Upsa. Hä? Diese. Also manchmal frage ich mich. Wie kann man Truhen wie diese übersehen? Mal ehrlich. Was zum Teufel? So, Gegnerferienlager. Ich glaube, hier tut sich auch nichts mehr. So wie ich das sehe. Doch. Lol. 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 Was machen wir denn hier noch? Okay, Bin ich anscheinend wieder beim Dungeon, aber vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Am besten guckt man sich zweimal um. Bevor man. Okay, das kann ich nicht zerstören. Hätte sein können. So, guck mal. Ich guck mich mir nochmal ganz kurz um. Oh, ich sehe nichts mehr. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen zu weit entfernt, der Gegner. So. Ah, sexy auf das Zelt gelandet. Ha, toll. Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr. Dann werde ich mich ganz kurz ja, 5 Geister sehen wir uns noch. Aber wo die sein könnten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt zum
Schattenspiegel mich porten, weil dort geht es ja schließlich mit der Story weiter und das sollten wir uns nicht entgehen lassen, da wir schon zu paar Millimeter vom, okay, nicht ein paar Millimeter, sondern sagen wir kurz vor dem Finale sind des Spiels. Und zwar gibt es hier den Schattenspiegel, der sich jetzt einfach mal komplettiert. Aha. Und dadurch werden erstmal die Ketten weg geblasen. Und schon erscheint ein seltsames Licht und weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Was denn? Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Oh. Die Wesen in unserer Welt leben in diesem Licht ruhig und friedlich mit reinen Herzen. Lass mich atmen, Zantor, bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles andere und alles anders wurde. Mein Name ist anders, weißt du. Es ist alles unser Fehler. Oh, das haben die Weisen da gesagt. Upsa. Wir überschätzen die Macht unserer Weisheit. Wir versuchen, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild mit eurem Urteil, Prinzessin der Schatten. Oh, jetzt wissen wir die wahre Identität von Midna. Ihr wusstet es also. Jetzt wissen wir es. Midna ist die Prinzessin der Schatten. Und sprech mich nicht so an. Als Herrscher dieses Volkes habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Oh oh. Oh oh. Der Typ baut wieder Scheiße. Und so ist Midna wieder zu ihrer, zu dieser Gestalt verwandelt worden. Oh je, dieses creepy Grinsen. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Oh, und sie hat das wahrscheinlich gesehen. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Ach so war das. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. So hat sich also alles abgespielt mit, ne? Aber dann traf ich Zelda und dich und ihr war beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte ich auch ich dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Santo besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Ja, lass uns gehen, Tommy. Für Zelda und für die Völker auf unsere beiden Welten. Tja, und das sehen wir im nächsten Part. Einfach einschalten, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen hoch geben, nicht vergessen, abonnieren auch nicht vergessen. Sehen wir uns.
beim nächsten Mal wieder hier in The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, ich weiß, diese Verabschiedung kommt ein bisschen zu früh, ich weiß. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns. Okay, bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in The Zelda Twilight Princess HD. Bis dann und ciao.